Am 14. Oktober eröffnete das Museum Alte Pfarrhäuser in Mittweida die Ausstellung zur Ernst-Sachs-Woche. Dem Erfinder des elektrischen Lötkolbens gewidmet, konnten die Gäste die weltweit größte Sammlung dieser Art bestaunen. Beim Lötvorgang werden Metallteile mit dem Lötkolben erhitzt und durch ein weiteres dadurch schmelzendes Material Metall und Lötzinn vernetzt. Ich danke ganz herzlich für die Idee, diese Ausstellung hier im Museum der Stadt Mittweida durchzuführen. Die Idee für die Ausstellung ist von Herrn Guido Seifert und von IMM. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier das inspiriert haben und auch den großen Teil aus der Sammlung hier hergegeben haben. Ernst Sachs als einer der berühmtesten Absolventen von Mittweida kommt auf seine Weise dann auch heute wieder hierher zurück. Professor Detlef Müller, Geschäftsführer der IMM-Gruppe, lobte die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Hochschule und Museum und wies nicht zuletzt auf die Zuarbeit seiner Firma hin. Wir machen ja als IMM-Stiftung bekanntermaßen Hörbücher seit 5 Jahren. Ernst Sachs war einer der ersten, die wir da in die nähere Auswahl gezogen haben. Passt sehr gut zu dem, der Schlüssel, den wir immer genommen haben, dass es also doch was mit der Stadt mit weiter zu tun haben soll. Es soll möglichst natürlich auch was mit Technik zu tun haben. Es soll was mit der Hochschule zu tun haben und mit IMM. Das traf alles für Ernst Sachs zu. Wir wollten damals schon die Firma Ersa gewinnen, dass sie uns dort unterstützt. Das hat leider nicht geklappt, aber wie sagt man so schön, was lange währt, wird gut. Als Initiator der Ausstellung gilt Guido Seifert, ein ehemaliger Ersa-Mitarbeiter, welcher einen Großteil der Ausstellungsstücke nach Mittweida brachte. Unter anderem Erbstücke, die er persönlich von der Sachs-Familie geschenkt bekam. Bei einer kurzen Führung gab er einen Einblick in die Geschichte des elektrischen Lötkolbens, die man sich bis März 2014 noch selbst im Museum Mittweida ansehen kann.